Das niederländische Schiff mit dem Namen Lady Mathilde befand sich am 19. Dezember im Wismarer Hafen. Als nächstes steuerte das Schiff auf Finnland zu. Der Heimathafen befindet sich in den Niederlanden in der Stadt Delfzijl. Lady Mathilde wurde im Jahr 2022 gebaut und hat eine Länge von 115 Metern sowie eine Breite von 16 Metern. Ihre Tragfähigkeit beträgt rund 6000 Tonnen.